Tryhard Plus. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Es ist jetzt der erste und wahrscheinlich einzige, der zweite Tag ohne Anton diesen Monat, denn das BO4 Reveal Video war ja auch ohne Anton. Denn das Ganze hat heute leider nicht geklappt mit dem zusammen aufnehmen, aber egal Leute, eine Runde Black Ops 3, wir sind jetzt alle hyped auf Black Ops 4 und deswegen passt das schon, würde ich sagen. Ja, also, ich werde einfach jetzt eine Runde zocken, ganz gechillt. Ich habe sogar jetzt mal die Eier das Fenster offen zu lassen. Das bedeutet, ich habe jetzt mal nicht Todesangst davor, dass die Nachbarn die Polizei rufen, weil ich ein bisschen lauter werde. Weil ich vermute mal, ich bleibe heute einfach ganz gechillt, Leute. Tipp ein paar Sachen, über die ich einfach reden will. Dann zocke ich nebenbei ein bisschen. Eigentlich ein perfektes, chilliges Video, so wie es vor anderthalb Jahren eigentlich immer war, Leute. Ja, also erstmal habe ich jetzt auch so sehen die PlayStation-Taste gedrückt. Geht's weiter? Ey, der Loadscreen geht immer wieder mega schnell. Ja, Leute, also es ist ein krasses Gefühl, mal wieder so in COD eingespielt zu sein, wie ich es zurzeit bin irgendwie. Weil das war ich ja echt ewig nicht mehr. Und jetzt Zeit, ich weiß nicht, das ist jetzt die erste Runde, die ich heute spiele. Und die ist natürlich gerade zu Ende. Die Lobby war geil. Ja, Leute, mal wieder in COD eingespielt zu sein. Wenn, da denke ich an die Videos von vor einem Jahr, beziehungsweise an das Programmer-Experiment. Das Ding ist, Leute, ich fände es einfach mal fair... Ich fände es einfach mal fair von Activision, wenn ich jetzt mal wieder ein Spiel kriegen würde, was ich hypen kann und in dem ich von Anfang an gut bin. Wisst ihr, das letzte Mal, dass es so war bei Black Ops 2 eigentlich so, oder BO3 halt auch, aber wisst ihr, wenn ich so sehe, dass andere YouTuber mit Fortnite so krass abgehen und ich würde mir einfach wünschen, dass ich mal einfach so ein COD in die Hände gespielt bekomme, in dem ich einfach zeigen kann, was ich in COD drauf habe. Weil, was ich da teilweise diesen Monat für Gameplays und so rausgehauen habe, war ja echt alles andere als schlecht, so. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, für euch coole Videos und Gameplays zu machen. Und dementsprechend, ja, gibt es erstmal jetzt für den hier den Push, weil der weiß nicht, dass ich von hier oben komme. Ach, oh, was für ein Aim ich aber hatte. Also Leute, ihr wisst, was ich meine? So, BO4 soll einfach so werden, dass ich darin gut bin, dass die Videos gehypt sind. Mann, das wäre so schön, Alter. Es ist natürlich schon so, dass diesen Monat der COD-Monat, so die Klicks sind halt schon, ja, schlechter als bei jedem, wahrscheinlich jedem Fortnite-YouTuber mit 2000 Abonnenten teilweise. Und es ist einfach eine Sache, die ist halt schade, so, dass halt COD zurzeit einfach nicht so krass im Trend ist wie Fortnite halt und, ja, ist halt einfach schade, ne. Aber Fortnite ist auch ein geiles Spiel und jeder, der sagt, ich habe das damals nur für die Klicks hochgeladen, der wird ja durch diesen Monat jetzt halt einen schon vom Gegenteil überzeugt, dass ich jetzt einfach COD mache und einen Fick gebe, sozusagen. Aber natürlich muss man als YouTuber darauf achten, dass die Klicks auch laufen. Und ich denke mal, ein bisschen Fortnite werde ich auch noch machen, wenn ich Bock habe, erstmal die nächste Zeit. Also hin und wieder mal so, mal so. Aber auf jeden Fall, Leute, immer schön das machen, was einem Spaß macht. Ganz wichtig. So. Ist ja generell auch so eine Sache, wenn die Leute sagen, ja, dein Hauptkanal, stehst du dahinter? Natürlich, ich stehe absolut hinter meinem Hauptkanal. Aber ich stehe nicht hinter meinem Drecks-Aim, was ich hier gerade hatte. Weil, Leute, sind wir mal ehrlich, ich zum Beispiel, ich liebe meine Hauptkanal-Videos zurzeit sehr, sehr, weil ich die einfach vom Unterhaltungsfaktor krass finde. Das Feedback ist auch krass. Ich habe keine Dislikes mehr im Vergleich zu vor einem Jahr. Es läuft einfach alles perfekt gerade. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein gehyptes COD, Leute. Und dann ist der Marcel doch auch gut und gerne mal richtig zufrieden. Wo wartest du jetzt auf mich, hä? Wo wartest du? Wo kommst du? Er ist reingelaufen. Ja, okay. Ich muss jetzt noch mindestens einen Kill so holen. Das wäre echt peinlich. Wie, der kommt jetzt von außen. Der kommt, oder? Nein, der geht. Der Kampffokus hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, Freunde. Einen Hater können wir vielleicht noch klar machen. Ja, das war Konterdrohne erstmal raus. Den haben wir. Das ist meine Einspielrunde und ich bin schon vom Aim her wirklich... Laufwege sind noch Trash, aber vom Aim her ist es schon okay. Ich hoffe einfach, meine BO4-Gebete werden einfach erhört und ich freue mich einfach extrem über das Game, wenn es rauskommt und ich kann mal wieder richtig reinsuchten. Aber jedem der letzten CODs kam immer was dazwischen, irgendwelche YouTuber-Events oder so. Ich konnte immer nicht 100% reinsuchten, aber ich hoffe, dass es diesmal, wobei das lag natürlich auch im Spiel, wenn WW2 ein absolute Überhyped-Game gewesen wäre, hätte ich mir die Zeit wahrscheinlich genommen, aber ich habe halt schon am Anfang gemerkt, ja, die Klicks waren nicht stabil, es hat meinen Freunden und mir nicht so viel Spaß gemacht, warum soll ich dann hochladen, so. Und jeder YouTuber, der sagt, achte nicht auf Klicks und macht deswegen was nicht so, das ist Bullshit. Lasst euch das nicht erzählen, Leute. Nur weil ich es damals immer, also ich werde quasi ja jetzt noch ein bisschen dafür gefickt, dass ich damals immer sehr offen damit war, so vor ein, zwei Jahren. Und deswegen sagen mir manche Leute irgendwas nach, aber eigentlich ist jeder YouTuber so, ist ja auch okay, man muss ja wirtschaftlich denken sozusagen. Aber COD macht mir einfach brutal Spaß, das merke ich immer wieder, wenn ich es zocke. Es ist einfach mein Baby und ich hoffe, dass Black Ops 4 Killer wird. Ich habe Bock, ein paar Leute anzuzünden an meiner Fack. Jawohl, Fringe Nightfall. Fürs Video perfekt, Leute. So muss das sein. Was zocken wir jetzt mal für eine Waffe? Oh, ich habe hier die ganzen geilen OP-Klassen, ey. Ich würde sagen,
Das könnte so eine gediegene XMC werden vielleicht oder VMP. XMC ist schon brutal, Medaille, meine Freunde. Fringe Nightfall, zwei Prestige Master, let's go. So Leute, los geht's nochmal. Fringe Nightfall Action ist da, Leute. Ja, du Sniper, Digga, du kleiner Pamarsch. Lass mich in Ruhe. Okay. Da hinten ist schon. Okay, krass. Ein Gegner. Ich glaube, hier könnte uns jetzt auch jemand begegnen. Ich sage, nehmen wir mal schnell hier die Pistole in die Hand. Okay, da hinten spawnen die dann noch. Wahrscheinlich nicht mehr lange, oder? Vielleicht noch eine Sekunde, gefühlt. Okay, da haben wir noch einen. Nein, Digga, wie lange schon? Wie lange bist du schon hinter mir? Wow, Digga, nimm mehr. Was ist das da hinten? Das ist lächerlich. Da sind vier Gegner. Ich schieße alle vier einmal sauber an. Und dann snipet er mich, oder was? Ich kriege jetzt echt langsam doch Aggressionsprobleme, Alter. Da ist er wieder, Digga. Der kleine Pamarsch Junior, Digga. Ich hau auf ihn zu schießen, weil ich es frech finde, wirklich. Ey, das ist krass, ne? Der Typ campt hinterm LKW und überlebt, weil sein Kollege besser sniped als Pamarsch, sein Vater, Digga. Na, was ist mit dir los, junger Gott? Überlebst du auch alles? Ich gehe hier lang. So, schöner Kantenslide. Pre-Aim. Wo sind die? Da hinten. Sniped da wieder rum, ne? Was machst du da? Nice one, nice action. Sense raus. Ja, jetzt hole ich dich, mein Freund. Ja, ja, Digga. Du kleiner Frechfratz. Oh mein Gott. Get raped. Schöne Szenen auf jeden Fall gerade. Na komm. Na, kommst nicht, Holz. Wo bist du, Digga? Ja, hier hinten ist jemand gespawnt. Wo bist du? Ja. Vielleicht haust du jetzt ab, oder? Kannst du wenigstens hier rauskommen? Ey, Leute, was geht? Elotricks hier und so. Ich habe so ein 100er Prezi, aber er stirbt natürlich nicht. Was ist hinter mir jemand ist? Ja, die spawnen tatsächlich hier. Hast du mich gesehen? Digga, er schießt da mit dieser Disc rum. An sich keinen schlechten Playstyle, finde ich. Wird nur noch nicht gerade so richtig belohnt irgendwie, weil die Gegner rumcampen. Okay, jetzt kommen die alle darüber. Ich will nur diesen scheiß Orbi klar machen. Ist das zu viel verlangt? Mein Gott, ja, da kommt noch einer direkt. Mhm. Einfach weiterschießen bei sowas, Leute. So anderthalb Kills noch. Wo sind die jetzt? Ich darf hier nicht zu lange zeigen, sonst werde ich gleich. Okay, ein Kill noch. Ein Kill zum Orbi, Leute. Nein, nein, nein. Nein. Ich werde jetzt genau hier so stehen bleiben. Digga, was ist das? Es ist so klar, Leute. Guckt euch das an. Da campt man rum für den scheiß Orbi und man wird dafür einfach zu Recht bestraft. Das ist einfach so. Na egal, was soll man machen? Mein Gott, ey. Kann ich wieder ein bisschen Reckless spielen? Was machst du denn? Na, wer zeigt sich zuerst? Wahrscheinlich links, oder? So, jetzt werden wir hier ein bisschen headglitchen. Vielleicht kommt eh einer von hinten. Ja, der will mich eh snipen da hinten. Na, man springt da hoch. Ich wusste es. Guck mal, die kommen echt hinten durch. Traurig, traurig. Ja, kommst du? Ich mache hier wieder mehr RK5 Kills als M8. Ich werde einen Skype angerufen. Das war's komplett. Warte.
Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ich muss da jetzt dran gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann und ciao.